Seid gegrüßt. Willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale 2. Wie ihr wünscht. Letztes Mal. Ich glaube, wir müssen das mit dem Zwerg noch abschließen. Und der Palisade. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber wir gucken mal eben vorbei. Ja, ja. Und danach müssen wir noch das Lager zu Ende erkunden. Ja, wenn es euch Spaß macht. Jetzt sehe sich mal einer diese stolze Palisade an. Sie wartet förmlich darauf, Goblinblut zu kosten. Ha! Ich will sehen, wie die verdammten Goblins da durchbrechen. Das habt ihr gut gemacht. An eurer Stelle würde ich jetzt zu Shawford zurückgehen und sehen, welche anderen Aufträge auf euch warten. Das werden. Passt auf euch auf, Orlap. Alles klar. Dann funktioniert das wenigstens schon mal. Wir haben hier aber noch ein Eck, das erkundet werden will. Und das würde ich auch noch ganz gern erkunden. Ja, Targosa Soldaten brauchen wir jetzt nicht unbedingt ansprechen. Aber hier haben wir zum Beispiel noch was in einem Schildständer. Einen sinnlosen Speer. So, und hier hätten wir auch nichts. Noch ein normaler Soldat. Naja, vielleicht ist hier auch gar nichts mehr. Das wäre auch praktisch. Da haben wir noch zwei Söldner. Ob die was Interessantes wissen? Wenn ihr auf diese Säufer von der Gruppe des Eisernen Reifs trefft, passt auf, dass ihr keinen Kampf mit ihnen anfangt. Wir haben einen ziemlich gefährlichen Magier und einen Myrkulpriester bei sich. Ja, der Magier ist nicht mehr da. Und der andere sagt, seid ihr schon auf Fürst Ulbrecht getroffen? Hat mich zum Willkommen beinahe bei lebendigem Leib gehäutet. Ja, so schlimm war es bei uns dann doch nicht. Aber wir haben uns ja auch um das Treffen verdient gemacht. Auch du kannst nicht mehr tragen. Pass mal auf! Was bist du denn? Was sagt er? Ich hab den Schild doch nur ein paar Stunden angestarrt. Wenn es Egal. Euch Spaß macht. Ich hab diesen Hauptmann noch nicht gefunden, aber ich suche weiter nach ihm. Möchte ja nicht in irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Lasst euch nur so viel Zeit, wie ihr braucht. Ich bin sicher, dass dem Waffenregal schon nichts passiert. Ja, dem Regal nicht. Der Schild ist unser. Ah ja, sie ist voll. Wenn es euch Spaß macht, ich verstehe. Was macht ihr? Wieso lauft ihr nach oben? Ihr sollt doch hierher kommen. Wenn ihr wollt. Und hier haben wir noch... Ja, egal. Gut, also zurück ins Hauptquartier. Ich bin ja mal gespannt, was wir als nächstes holen sollen. Bevor ich hier rausgehe, verkaufe ich auf jeden Fall nochmal alles, was im Inventar sinnfrei rumliegt. Ich hoffe, ich komme noch dazu. Bin schon unterwegs. Habt ihr euch schon mit Orlap unterhalten? Ja, wir haben das Problem mit der Holzknappheit erledigt. Ausgezeichnet. Das war gerade rechtzeitig. Ich benötige eure Hilfe nämlich schon beim nächsten Problem. Hauptmann Isherwood, der eine Einheit Bogenschützen an der Westmauer befehligt, hat Pfeile für seine Männer angefordert. Dummerweise haben wir im Moment einen ziemlichen Mangel an Pfeilen. Sprecht mit ihm und fragt, wie viele Pfeile sie benötigen. Dann beschafft die Pfeile vom Handelshaus Galloway, kehrt zu mir zurück, nachdem ihr Isherwood seine Pfeile gebracht habt. Dann gehe ich mal. Wir kriegen das schon hin. Ich weiß, glaube ich, noch, wo der ist. Der war da, von wo wir im Prinzip gerade kommen. Hier müsste der, glaube ich, gewesen sein. Los, los, los. Ja, beim Zwerg merkt man direkt die 15% Geschwindigkeit.
Die wären auch für jeden gut, falls mir nichts anderes einfällt. Weil schneller rumrennen, das ist ja immer schon mal was. Was wollt ihr, Freund? Wenn ihr Pfeile mitgebracht habt, seid ihr beim Westwall vermutlich doppelt willkommen. Eigentlich hat uns Shawford hierher geschickt, um euch zu fragen, wie viele Pfeile ihr benötigt. Timora, schau auf uns. Ich bin wirklich froh, diese Worte zu hören. Ich hatte schon befürchtet, er hätte uns vergessen. Wie viele? Wir benötigen mindestens 15 Bündel. Wir konnten diesen Burschen Galloway nicht bitten, sie durch das Tor zu schicken. Deswegen sitzen wir hier rum und hoffen darauf, dass Quaid endlich einen Boten schickt. Quail endlich einen Boten schickt. Ihr braucht also 300 Pfeile? Warum habe ich nur das Gefühl, dass Deidre über diese Zahl gar nicht begeistert sein wird? Ich bete zu Timora, dass Deidre nicht gerade eine üble Laune hat. Sie wird die Pfeile nicht einfach so hergeben. Vor allem, nachdem wir schon so viel Zeug von ihr haben. Die Männer haben echt schon Angst vor ihr. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Wir kommen zurück, wenn wir die Pfeile haben. Ja, im Notfall müssen wir die halt bezahlen. Ja. Das kosten 15 Bündel Pfeile. Nix. 15 Münzen Gold. Ach, können wir hier einfach so? Nein, wir können hier natürlich nicht einfach so raus. Och, aber hier muss doch... Ah, da. Gefunden. Ah. Ja, wird das jetzt... Warum kommt der Letzte wieder nicht? Hier, komm her. Kein Problem. So sei es. Einer war wieder unfähiger als der andere. Und das im Kreis. So, ja. Was zeigt eigentlich unser Journal? Jenes. Also schade, dass ich das nicht mehr nach abgeschlossenen und aktiven Aufgaben ordnen lässt. Tja, dann halt nicht. Wenn wir sowieso schon hier sind, können wir gleich alles verkaufen. Warte mal, wir gucken mal eben. Ja, da kann viel weg. Das sind noch Wurfäxte, die können wir da hinpacken. Der Schild kann noch weg. Hier kann einiges weg. Und das können wir im Groben behalten. Und das auch. Was wollt ihr, wie ihr wünscht? Gut, dann handeln wir erstmal mit der Deidre. Wir wollen mal sehen, was du auf dem Lager hast. Weg, weg, weg. Behalten, weg. Behalten. Ach, da sind noch 250 Gold, die mal wieder so in mein Inventar gelegt wurden. 250 Gold kann ich nicht verkaufen für Gold. Wasserstein, Haufen Müll. Nochmal 250 Gold. Wo kommen die denn alle her? Schwere Armbrust. So, verkaufen. Der noch weg und sie hatte, glaube ich, noch was. Genau. So. Brauchen wir noch was Spezielles? Davon mal ab, dass wir uns eh nichts leisten können. Gut, wir haben theoretisch 1000 Gold, wenn wir das Gold im Inventar unseren hinzufügen. Kriechende Klaue. Langweilig. Ja, so ein Plattenpanzer wäre für den einen oder anderen hier mal nicht übel. Aber zu teuer. Das kann man dahin. Die werden hier, glaube ich, verwaltet, oder? Nee. Hier? Ah, das stimmt doch alles. Ich gebe das alles mal dem Priester. Der kann dann auch den Schriftrollenbehälter benutzen. Ah, leg's da rein. Es mag nicht so wie ich. Was da rein? Was das dann? Ah, hier ist noch der. Da müssen wir auch nochmal. Ah, jetzt haben wir noch eine Armbrust und einen Flegel. Konnten wir den nicht verkaufen? Habe ich das übersehen? Doch, geht doch alles. Braucht auch kein Mensch mehr hier. So, wir brauchen ganz viel Pfeile. Bin schon unterwegs. Ihr seid also zurück. Eine Menge Leute in der Stadt loben eure Tapferkeit im Kampf gegen die Goblins
unten beim Hafen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Eigentlich wollen wir mehr Pfeile für die Palisade anfordern. Oh nein, nein, nein. Diese Diebesbande, die sich selbst Stadtwache nennt, wird kein Stückchen Eisen, Holz oder Stoff mehr von mir konfiszieren. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie haben mir bereits fast alles aus dem Laden getragen, bis auf diese Ratten. Wenn der Fürst von Targos hört, dass seine Soldaten die dringend benötigten Waffen und Rüstung nicht von euch bekommen, wird er vermutlich nicht gerade erfreut sein. Ja, ja, das ist wohl wahr. Ich kann eure Position ja verstehen, aber ohne die Pfeile wird Targos vielleicht beim nächsten Ansturm der Goblins fallen. Nehmen wir mal das. Targos ist ohnehin im Untergang geweiht. Goblins oder keine Goblins. Wagt es nicht, darauf herumzureiten, wie arm Targos ist. Nicht in meinem Geschäft. Nicht nachdem ich Targos bis aufs Hemd ausgeplündert hat. Und wie könnt ihr es wagen, eure Geschäfte für das Wohlergehen von Targos über das Wohlergehen von Targos zu stellen? Wollt ihr, dass euer Handelshaus dafür bekannt wird, am Fall von Targos schuld gewesen zu sein? Oh, das ist sicher ganz vortrefflich fürs Geschäft. Man muss nicht immer so gemein sein. Wenn ihr euch nicht schleunigst dran macht, die Pfeile zur Palisade zu schicken, werde ich weit mehr tun, als euer Geschäft Freibeuter zu als in eurem Geschäft Freibeuter zu spielen. Ich kann eure Situation verstehen. Vielleicht kann Targos die Pfeile ja bezahlen. Mit was? Mit einem weiteren Schuldschein über einem Versprechen von Quail? Einem Dankeschön von Ulbrich? Nein, nein, nein. Irgendwelche Fetzen und leeren Versprechungen sind nicht gut genug. Also gut. Targos kann ja vielleicht nicht zahlen, aber vielleicht können wir euch die Pfeile von unserem eigenen Geld bezahlen. Wäre das akzeptabel? Ja, machen wir das einfach. Nun gut. Vielleicht, wie viele Pfeile soll ich zur Palisade schicken? 15 Bündel. 15 Bündel? Wie viele Pfeile sind das? 300 Pfeile. Das kostet euch 50 Goldmünzen. Die Hälfte davon ist für die Pfeile und die andere für die Arbeit. Die ganze Summe ist im Voraus zu bezahlen. 50 Gold, das ist doch gar nichts. Und ich dachte schon, ihr wollt mich ausplündern. Ah, das ist viel mehr, als wir bezahlt hätten. Warum? Wie viel habt ihr? Spielt keine Spielchen mit mir. Hier sind eure 50 Gold. Gut, ich werde die Pfeile gleich zur Palisade schicken lassen. Es war eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Gut, dann auf Wiedersehen. Hier muss ich auch langsam mal wieder was abspielen. Wir haben bestimmt schon wieder 1000 Erfahrungspunkte zusammengesammelt. Ja, noch nicht ganz. Da fehlen aber dann noch sowieso noch mindestens 1000, habe ich gerade gesehen. Ach, nicht weiter wild. So. Die Pfeile sollten dann ja da sein, dann überprüfen wir das eben. Mal gucken, wie lange wir noch umherrennen dürfen. Also so gesehen habe ich ja nichts dagegen, noch mir hier irgendwie einen Stufenaufstieg gerade zusammen zu suchen. Aber von mir aus kann das auch langsam mal richtig losgehen. Ich meine, wir laufen jetzt schon über 10 Folgen hier rum. Bin schon unterwegs. Ich muss ja auch irgendwann mal aufhören. So, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Ja, sieh mal einer an, wer da ist. Schön, euch wieder zu sehen, Freund. Die Idre hat die Pfeile hierher geschickt, wie ihr es gesagt habt. Herzlichen Dank nochmals. Kein Problem, Isherwood. Wir wollten nur sicher gehen, dass ihr die Pfeile bekommen habt. Jetzt spitzt mal die Ohren. Der alte Quail ist meist ein bisschen geizig, wenn es darum geht, uns hier bei der Mauer zu entlohnen. Aber ich möchte euch noch was für eure Mühe geben. Kommt von mir persönlich sozusagen. Nun, Isherwood, ihr seid ja ein netter Kerl und so, aber ich würde euch gern lieber nur als Freund behalten und nicht... Jetzt seid doch nicht so dämlich. Ich rede von diesen Flaschen hier. Los, nehmt schon. Es ist brennendes Öl. Es sollte helfen, jeden Haufen Goblins oder
der danach streit, in ein paar Fackeln zu verwandeln. Zielt einfach richtig und drängt sie in eine Ecke, sodass das Öl die Schmutzarbeit erledigen kann. Danke, diese Fiolen könnten sich als sehr nützlich erweisen. Lebt wohl. Tschüss. Hier bin ich. Weg geht's. So, mal gucken, was wir als nächstes als Auftrag bekommen. Ja, ja. Wie wär's mal mit 2.000 bis 3.000 Punkte Erfahrung, einfach so. Wie ihr wünscht. Habt ihr euch aber die nötigen Pfeile beschaffen können? Ja, wir konnten eine Abmachung mit dieser Galloway schließen. Isherwood hat die benötigten Pfeile. Ausgezeichnet. Soldat mit gesundem Menschenverstand und der Fähigkeit, Probleme eigenständig zu lösen, werden im Moment wirklich dringend benötigt. Ihr habt jetzt schon mehrfach bewiesen, dass ihr beide Fähigkeiten verfügt. Ulbricht setzt zu Recht große Stücke auf euch. Der nächste Auftrag mag euch vielleicht ein wenig abartig vorkommen. Wir haben hier einen Priester des Mörkul in der Stadt. Ulbricht hat ihm den Auftrag erteilt, einen der Goblins zu befragen, der beim letzten Angriff gefallen ist. Kulhum, den kenne ich. Genau, wir haben gehofft, dass es ihm gelingen würde, den Geist der Kreatur zu befragen und so herauszufinden, was die Goblin-Truppen hier in der Gegend antreibt. Wenn wir beispielsweise herausfinden könnten, wie viele Goblins noch dort draußen sind oder wo gar ihre Festung liegt, dann würde sich das von unschätzbarem Wert erweisen. Auf jeden Fall sollt ihr mit Colhoun sprechen und herausfinden, welche Informationen er dem Goblin entrissen hat. Die anderen Männer weigern sich dem Priester zu nähern. Dann werde ich mal nach Colhoun sehen. Bin schon alles unterwegs. Klar, das sollte auch nicht allzu schwierig werden. Wir haben den Priester noch gar nicht gefragt, ob der... geht der jetzt? Ob der vielleicht auch noch irgendwie einen Auftrag hier am Laufen für uns hätte, aber das können wir vielleicht nächstes Mal machen. So, wir müssen noch einen weiter nach unten. Nee, doch nicht. Hier war schon ganz gut. So. Ach, da ist noch was. Moment. Ach, mache ich auf dem Rückweg. Da ist was versteckt unter einer Diele. Ja. Naja, hoffentlich vergesse ich nicht, dass da was versteckt ist. Psst, alle schweigen. Wir wollen sehen, was die Leben denn wieder zu uns führt. Hey, eure Zeit ist noch nicht gekommen, denke ich. Shawford Crail schickt uns, er will wissen, was ihr von den Leichen des, von der Leiche des Goblins erfahren habt. Ich fürchte, euch das zu sagen zu müssen, was ich erfahren habe. Ja, es ist wenig genug. Ich glaube, Shawford wird ein bisschen mehr brauchen als das. Die Sprache der Goblins ist mir nicht vertraut. Aus seinen Worten Hand und Fuß zu machen, war... schwierig, ja. Während meiner Reise habe ich ein paar Fetzen goblinisch aufgegabelt. Wiederholt einfach, was er gesagt hat. Ich werde versuchen, es zu übersetzen. Also gut, der Geist wiederholte ständig die Phrase Vrashak. Tod. Vermutlich der Tod für Targos, wenn der Akzent auf dem Hack ist. Sprecht weiter. Dann spricht er von Uchkelor Varsardrei. Oder irgendwie so. Wir werden die Mauern erstürmen und alle in eurer Stadt grausig abschlachten. Und so weiter und so fort. Laba, laba. Was sagt die Kreatur weiter? Kaballos und... Unjord Watzdre. Er sagt etwas über einen Goblin-Schamanen oder Hexenmeister, der Kaballos heißt. Er führt den Stamm gegen Targos. Aber es klingt, als wären viele Stämme vereint. Der Stamm, der momentan Targos angreift, ist nur einer von ihnen. Das klingt gar nicht gut. Irta, Kaballos, Gotark, Voktan, Vadresa, Julik.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was er damit meint. Es könnte aber um diesen Goblin-Hexenmeister gehen. Das andere könnten auch Namen von Hexenmeistern sein. Fahrt fort. Kerk, Nor, Aseizt, Ki, Und dann wieder dieses Wort Julik. Das heißt Angriff. Irgendetwas. Tut mir leid, das kann nicht einmal ich raten. Der Dialekt dieses nordischen Goblins ist mir nicht vertraut. Und dann schweigt das Ding. Nichts. Kein Wort kommt mehr über seine toten Lippen. Naja, immerhin kennen wir diesen Namen Kaballos. Ich werde gleich zu Crate gehen und ihn informieren, was wir hier herausgefunden haben. Ich bin wie üblich gern bereit zu dienen, solange die Münzen fröhlich strömen, ja? Ihr werdet schon dafür bezahlt, Kulhum. Macht euch darüber keine Gedanken. Ich werde sofort Bericht erstatten. Wie gewünscht. Und wir dürfen die Diele nicht vergessen. Aha. Ach, der Zwerg kann da mal hingehen, jawohl. Der ist ja am schnellsten. Pass mal auf! So. Zwerg? Zwerg? Ach, da kommt er. Oder Hulgure. Aha, ein Trank, 2 Luchsaugen und 13 Münzen Gold. Die darf man dann natürlich nicht verkommen lassen. Bin schon unterwegs. Vielleicht kriegen wir auch mal Gold, um uns echte Ausrüstung zu kaufen. So 5000 wären schon nicht schlecht. Da würden wir weit mitkommen. Im Moment. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Bin schon unterwegs. Wenn ihr wollt. Habt ihr schon mit Kulhun gesprochen? Ja, wir haben mit ihm gesprochen und konnten ein paar Antworten des Goblins übersetzen. Offensichtlich ist der Stamm, der Targos angegriffen hat, nur einer von mehreren Stämmen in der Gegend. Sie werden von jemandem namens Kaballos angeführt, bei dem es sich um einen Goblin-Hexenmeister handeln könnte. Ihr solltet eure Bogenschützen befehlen, zuerst auf die Goblin-Hexenmeister zu zielen. Das klingt ganz so, als müssten wir demnächst mit einem Angriff rechnen. Wir brauchen alle Männer auf den Mauern, selbst diese Söldnerbande, die mit Kulhun hergekommen ist. Kennt ihr die Begleiter Kulhuns, die Gruppe des Eisernen Reifs? Ich hab sie getroffen. Ja, sie waren gerade dabei, sich im Seebären unter dem Tisch zu saufen. Ich möchte, dass ihr dafür sorgt, dass die Söldner des Eisernen Reifs ihren Dienst auf der Palisade antreten. Man hat mir gesagt, dass sie bisher nicht zu ihren Schichten erschienen sind. Es wird Zeit, dass wir etwas dagegen unternehmen. Wenn alles andere scheitert, müsst ihr ein Exempel an ihnen statuieren, sonst ist es hier bald mit jeglicher Disziplin vorbei. Es wird mir eine Freude sein. Seitdem ich hier angekommen bin, warte ich schon auf die Chance, ein paar Leute ordentlich einzuheizen. Ja, das ist gut. Ich würde es vorziehen, wenn sie so wie die anderen Söldnertrupps ihren Dienst auf den Mauern tun. Aber wenn alles andere scheitert, habt ihr freie Hand. Wenn man es genau nimmt, plündern sie Targos nur aus. Vielleicht sind wir ja ohnehin ohne sie besser dran. Ich kümmere mich drum. Ich kehre mit oder ohne sie zurück. Es dauert nicht lang. Bitte beeilt euch. Es sind Goblins nahe der Palisade gesehen worden. Ich fürchte, sie werden angreifen, bevor ihr zurück seid. Och nö. Ich höre. Dann reden wir mal eben noch mit dem Priester, ja. Falls der noch eine Aufgabe für uns hat. Schaut, Söldner, wenn ihr irgendwelche Wunden durch die Goblins habt, um die ich mich kümmern soll, gut, aber ich habe keine Lust auf weitere Fälle von Frostbrand, verstanden? Wer seid ihr? Ich bin Nolan. Ich bin der Heiler hier an der Palisade. Wenn ihr allerdings ernstlicher Heilung bedürft, würde ich zu dem Pavillon innerhalb der Tore gehen. Die beiden stürmischen Kriegspriester können euch besser helfen, als ich es könnte. Ihr seid also ein Priester. Fürwahr, ich stehe im Diensten der Vaukin. Ich würde zur Buße von meinem Vorgesetzten Quinn Silberfinger nach Targos geschifft. Der kleine Wicht behauptete,
Die Gier würde zu heiß in meinen Augen brennen. Also wurde ich hergeschickt, um neue Handelsrouten zu suchen, ein lächerlicher Vorwand von einem lächerlichen Halbling. Wie dem auch sei, seit meine Versuche fruchtlos blieben, die örtlichen betrunkenen Barbaren und diese verdammten Naturanbeter im Süden zu konvertieren, um die Möglichkeiten des Handels zu sehen, ist es meine Aufgabe, der Wache von Tagos zu helfen und zu versuchen, die Leute daran zu hindern, an einem Goblinfall zu verbluten. Also ist dieser schmuddelige Schuppen meine Basis. Wenn ihr also irgendwelche Heilung braucht, findet ihr mich hier. Habt ihr vielleicht ein Problem mit den Leuten, welche die Natur verehren? Obwohl ich zugebe, dass ich nichts auf Naturpriester und ihre ärmlichen Wege habe, oder auch auf Waldläufer im Allgemeinen, hätte ich nichts dagegen, jetzt ein paar mehr davon auf unserer Seite zu haben. Warum? Wir könnten mehr Männer brauchen, die das Land um Tagos kennen oder wenigstens mit der Natur im Einklang stehen. Ihre Fähigkeiten im Fährtenlesen könnten uns helfen, das Goblinlager zu finden. Vielleicht könnten sie auch ihre Magie nutzen, um einige der Tiere der Tundra zu beeinflussen, diese Goblins zu zerreißen. Das wäre in der Tat ein Anblick. Magie? Ja gut, nun versteht, dass ich keine freundlichen Gefühle für ihren zweifelhaften Glauben und ihre totale Ablehnung von Reichtum und Handel hegen. Aber ich habe Druiden gesehen und Waldläufer erlebt, die den Boden dazu bringen, Triebe zu bekommen, die eine ganze Gruppe von Goblins in dich verstricken. Dieser kleine Verstrickungszauber macht Goblins für Bogenschützen zur leichten Beute. Gibt es noch andere Zauber, von denen ihr glaubt, dass sie nützlich wären? In Söldnergruppen im Süden gab es nichts Besseres als einen Magier mit Schlafzaubern. Selbst einer dieser Zauber kann den Ausgang eines Kampfes verändern, wenn man einen Haufen Feinde zusammen erwischt. Goblins, Orks, Wölfe, sie alle legen sich einfach hin und machen ein Nickerchen und man kann sie danach dauerhaft mit einem Hammer im Schädel in den Schlaf schicken. Bis dahin müssen wir allerdings mit Oswalds Fläschchen mit brennendem Öl auskommen. Das reicht aus, um Goblins zu zerstreuen. Wenn keine Magier da sind, es sollte ein oder zwei Fläschchen in der Kiste da drüben sein, wenn ihr sie nicht bereits geplündert habt. Was habt ihr zuvor bezüglich der Tiere gesagt? Sich ihrer Hilfe versichern? Ich habe Druiden und Waldläufer gesehen, die allein mit dem richtigen Blick Wölfe an Ort und Stelle bezauberten, um sie auf deren Meister zu hetzen. Ich hätte zu gern einige von diesen Gesellen dabei, wenn irgendwelche Goblinwölfe auf die Mauern springen. Ein toter Goblin, der von einem seiner eigenen Hunde zerrissen würde, ist sein Gewicht in Gold wert. Ja, ist das alles, dann lebt. Was für andere Fragen können wir dir noch stellen? Heilung, ihr seid also ein Priester. Könnt ihr mir was über die Goblin-Angriffe erzählen? Erzähl mir mal was über die Angriffe. Es gibt wenigstens einen Stamm in dieser Gegend, aber das ist alles, was wir wissen. Nun, ich bin der Erste, der zugibt, dass ich nichts auf Naturpriester und ihre ärmlichen Wege gebe. Oder auch Waldläufer. Aber ich hätte nichts dagegen, jetzt ein paar. Alles klar. Tschüss. Ja, die Kiste haben wir schon geplündert. Wie ihr wünscht. So, nächstes Mal suchen wir also im Seebären die Gruppe des Eisernen Reifs auf und mischen die mal ein bisschen auf, denke ich. Bis dahin, auf Wiedersehen.